Ich muss schon sagen, das ist der absolute Hammer. Der absolute AMG-Hammer. Denn ich fahre den AMG-Hammer-Coupé. Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, ich habe in der letzten Folge ganz am Ende schon gesagt, wir sind aktuell ein richtiger Sternenjäger, denn wir, ja, gehen von einer Story in die nächste und da wird natürlich nach Sternen bewertet und warum Sternen nicht mit einem Sternenkreuzer jagen, wie eben dem Hammer-Coupé. Und ich würde auch sagen, wir schalten direkt die nächste Story frei. Zumindest mal gehe ich davon aus, dass es eine Story ist. Wir gehen rüber zum Apex-Gebiet, da sind wir auch gerade unterwegs und da können wir eben Lucha de Carreteras freischalten. Sichere dir den Segen von El Campeón und den möchte ich natürlich haben. Dann bin ich mal gespannt. Voll, oder? Horizon hat mexikanisches Outdoor-Wrestling und ich sitze hier in der Zentrale fest. Ich füg's deinem Kalender hinzu. Mexikanisches Outdoor-Wrestling? Okay, das klingt schon mal interessant. Da bin ich aber gespannt, was uns erwartet. Letzte Story war so ein bisschen, ja, okay, ne? Also mit den Statuen jagen, mit den Fotos machen und so weiter. Ich finde fast schon das erste Kapitel mit dem Sandsturm war schon fast noch mit am geilsten. Aber mal gucken, was da noch kommt. Wenn wir eins jetzt gelernt haben, ist, dass die Stories ja erst wahrscheinlich zu Ende geführt werden können, wenn wir in die Hall of Fame kommen. Das große Ziel in dieser Kampagne. Und wenn wir da dann mal hingekommen sind, dann haben wir tatsächlich schon, glaube ich, einen Bärenteil des Story-Parts dieses Let's Plays abgeschlossen. Und ich habe schon immer wieder gesagt, gerade auch an die neuen Zuschauer, herzlich willkommen erstmal auf dem Kanal, falls du ein neuer Zuschauer bist, aber natürlich auch an die, die schon länger dabei sind. Schön, dass du weiterhin am Start bist. Willkommen, willkommen. Ja, ich habe es immer wieder gesagt, dass das Let's Play natürlich hier am Anfang jetzt, das ist eigentlich, wenn man so möchte, nur so ein Vorgeplänkel. Ja, das Let's Play geht dann erstmal noch so richtig los. Und aber ich finde es nicht schlecht. Einfach mal so ein bisschen was Neues erleben. Ist ja auch für mich auch. Man ist ja so ein bisschen in diesem... Also, ne, ich habe ja Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4 Let's Play. Und das ohne größere Unterbrechung. Und da ist man dann irgendwann in so einen Alltagstrott reingekommen. Mit natürlich vielen fantastischen Formaten. Aber eben jetzt mal nicht nur einen neuen Horizon zu erleben, sondern einfach mal eine ganz andere Art und Weise, wie das alles aufgebaut ist. Finde ich schon cool. Man wird natürlich förmlich erschlagen. Aber ich find's toll. Einfach mal ein bisschen was anderes und ich hoffe, dir gefallen diese Folgen genauso zu sehen, wie der Ray sich eben da anstellt und was für Wege er geht. Denn ich glaube, jeder Spieler kann da ja wirklich ganz, ganz anders diese Sache angehen in der Reihenfolge und das macht's ja auch irgendwie auch spannend. Und ich versuche natürlich trotzdem im Let's Play sehr bunt mit den Fahrzeugen zu mischen. Alle Wünsche werde ich nicht erfüllen können, aber apropos Autowunsch, es wird ja wieder ein Autowunschformat geben im Let's Play. Aber wie gesagt, erst wenn wir dann mehr oder weniger den Hauptteil der Story durch haben. Aber dazu müssen wir, wie gesagt, erstmal in die Hall of Fame und dazu müssen wir jetzt eben Lucha de Carreteras anfangen und auch abschließen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Zeig's mir! Bin gespannt. Das ist El Campeón Misterioso, eine Legende bei Lucha de Carreteras. El Campeón, darf ich dir den Superstar vorstellen, von dem ich erzählt habe? Ihole, das lief ja gut. Hä? Was? Das heißt, El Campeón wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Ja, der M-Sport Fiesta durften wir schon mal in der Story fahren. Sehr cool. Nochmal. Du musst das Tempo hochhalten. Lucha de Carreteras geht. Erreiche den Ziel und halte dabei die Geschwindigkeit von mehr als 209. Ich krieg okay. Das hin. Alles klar. Kamuk, schauen wir mal. Lucha Libre ist das weltberühmte mexikanische Wrestling und Lucha de Carreteras ist die neueste Evolutionsstufe von Lucha und Rennsport. Wir brauchen also El Campeons Unterstützung für das Festival. Okay, aber auch Vollgas durchballern wahrscheinlich. Müsste eigentlich reichen. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Okay, da sind noch Drehzahlbegrenzer. Gerade. Ich bin doch schon am Limit. Mehr geht nicht. Jetzt rechts. Ich hätte bestimmt auch links gekonnt, aber passt schon. Ich glaube, so kann ich mehr Schwung mitnehmen. Puh, vielleicht. Kurve voraus. Ja, ich sehe es, ich sehe es.
Mexiko verehrt seine Lucha Libre-Helden. Deshalb brauchen wir unbedingt El Campeons Segen für Lucha de Carreteras. Also, tritt richtig aufs Gaspedal. Ja, mehr geht nicht. Ich drück schon gefühlt 120% das Pedal durch. Beziehungsweise den Gas-Trigger. Von der Zeit sollte es eigentlich reichen. Ja, Geschwindigkeit halte ich ja auch eigentlich easy. Gut, das Ding hat auch Grip ohne Ende. Also, das ist jetzt nicht so wirklich eine Challenge für mich, Mensch. Ich bin doch der Horizon Superstar. Das ist kein Thema. Ist aber trotzdem zeitlich ziemlich knapp geworden. Das reicht locker, um grade. El Campeon zu beeindrucken. Gut gemacht. El Campeon ist bereit, dich zu unterrichten. Felicidades. Geil, jetzt werde ich noch zum richtigen Wrestler, ey. Jetzt werde ich ja richtig zu El Mysterio. Ist ja nicht sogar Rey Mysterio? Hieß ja nicht so der Wrestler mit der Maske? Gab's nicht? Ja, also... Oh je! El Campeon erwartet dich zu deiner Trainingseinheit. Wir treffen uns hier. Hey, Racer. Ich habe ein paar Abenteuerpläne für dich, wenn du Zeit hast. Alles klar. Ja, aber noch nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Schalten wir dann frei, wenn wir es auch machen wollen. Die Freiheit haben wir ja. Können wir sogar gut vorstellen, wenn wir diese Story erledigt haben, dass wir schon die zweite, das nächste Kapitel, also schon gleich zwei Kapitel freigeschaltet haben. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir dann nochmal ein Schaurennen oder so machen. Die sind ja dann relativ schnell abgeschlossen. Die Storys, ja, da brauche ich dann schon als gut eine Folge. Aber bis jetzt habe ich es auch noch nicht so richtig geschafft, das alles in eine Folge immer zu packen. Weil ich mich doch immer sehr ablenken lasse. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt, diese Story hier komplett durchzuziehen. Aber mal gucken. Wie lange halt auch die einzelnen Kapitel gehen. Aber ist ja auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen länger geht. Dann haben wir halt ein bisschen mehr Spaß damit. Upsala. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu früh runtergeschaltet. Da habe ich jetzt quasi eine Art Lift of Oversteer bekommen. Das wollen wir ja jetzt nicht unbedingt. Ja, Fahrzeug ist Serie im Übrigen. Habe ich mir extra für die Folge gekauft. Nur um diesen Hammer-Gag zu machen. Verstehst du? Hammer-Gag. Entschuldigung. Das ist zu schnell, das ist zu schnell, das ist zu schnell, das ist zu schnell, das ist zu schnell. Komm, 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 komm. So. Ich muss mich aber auch gleich auf einen anderen Arm hier wechseln. Also das brauche ich immer ja 100 Jahre, bis ich hier irgendwie, ne, wenn du verstehst. In 400 Meter, bis ich bei der nächsten Veranstaltung bin. Oder ich tune das Fahrzeug. Aber ich glaube, tune dauert ein bisschen länger, als sich einfach einen etwas sportlicheren AMG zu gönnen. Und nein, ich meine nicht den AMG One. Der ist ein bisschen teuer. Wäre aber geil. Aber den werden wir sowieso früher oder später noch gewinnen können in der Festival-Spielliste, die im ersten Monat ist. So. Da bin ich gespannt. Zweites Kapitel. Du musst noch fleißig üben. Ja, nur Übung macht den Meister. Das gilt in so ziemlich allen Dingen des Lebens. Auch wenn es manchmal ein bisschen. Also, dich erwarten drei Trainingsphasen. Ich erkläre dir die Regeln und alles. Sonst noch Fragen? Wenn ich zum Luchador werde, brauche ich doch eine Maske, oder? Pues sí, aber du musst sie dir verdienen. Wir fahren wieder in den M-Spot, okay. Ich dachte, da wechseln wir ein bisschen durch. Pero antes musst du dein Geschick beweisen. Lucha de Carreteras vereint el espectáculo des mexikanischen Wrestlings mit der Energie des Rennsports. Zerstöre die Zäune, fahr über die Felder. Keine Sorge, die Farmer lieben Lucha de Carreteras. Ja, Farmer lieben das, wenn man hier kompletten Felder zerstört. Blöd ist, ich habe Fähigkeiten ausgestellt. Aber ich denke mal, ich habe das Ziel wahrscheinlich schon längst erreicht. Aber wir müssen wahrscheinlich sowieso warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Deswegen, ich probiere es jetzt mal, ohne dass Fähigkeiten angezeigt werden. Falls du dich wunderst, warum die Fähigkeitenanzeige aus ist, also ich mache die eigentlich meistens aus, weil ich sie eher nervig finde, da ständig da oben irgendwas
leuchtet und macht und tut. Und in den meisten Fällen braucht man die Anzeige halt einfach überhaupt nicht. Und deswegen habe ich sie eigentlich ausgestellt. So, das müsste doch jetzt hier so klappen. Jawohl. Zeit läuft gleich ab, aber das ist ja noch nicht die eigentliche Aufgabe, weil es gab noch kein Sternenziel. Normalerweise steht ja immer, was für ein Sternenziel wir haben. So. El Campeón scheint beeindruckt, aber als nächstes musst du deinen Mut beweisen. Lass mich raten, wir müssen einen Sprung machen. Lucha de Carreteras verlangt nicht nur Geschick, sondern auch Tapferkeit. Mal sehen, ob du das hier meisterst, Valiente. Ich schaffe das. Bin ich mir sicher. Vámonos! Ich glaube, alles fing an, als Adoble de Riesco von seinem Auto in den Ring sprang. Das war die Inspiration für Lucha de Carreteras. Und der Rest ist Geschichte. Kampfe voraus! Tempo halten! Um so zu pumpen, braucht es Mut! Okay, wir müssen halt die Geschwindigkeit halten und in der entsprechenden Zeit da ankommen. Ja, das kriegen wir hin, aber das ist auch noch nicht das Sternenziel. Also ist auf jeden Fall ein etwas längeres Kapitel schon mal. Und dementsprechend wird die Story auch insgesamt wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Und dementsprechend werde ich auch wahrscheinlich diese Story wieder nicht in einer Folge abschließen können. Okay. Ja, wir brauchen schon Straßen, wenn man auch Zäune kaputt fahren kann. Gas für Ganas! Lass es nach der Rampe krachen! Jetzt haben wir mal Paletten aufgestellt. So, ich bin nur gespannt, ob wir in der Story jetzt wirklich ständig den M-Spot fahren. Also, es ist ein cooles Fahrzeug. Versteht mich da nicht falsch, aber ein bisschen Abwechslung, das macht ja gerade diese Story so cool dann, dass man immer mal ein bisschen was anderes fahren darf. Das ist der letzte Test. Beweise El Campeón Misterioso, wie schnell du bist. Ich bin ziemlich schnell, bis der Begrenzer Nein sagt. Okay, jetzt muss ich noch ein Rennen fahren. Vamos! Es ist genau wie Lucha Libre. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Bleib auf der Strecke, ja? Listo? Ja, ich probiere es mal. Zumindest mal versuche ich, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. 1,55 habe ich Zeit. Okay, da vorne ist eine Haarnadel, die würde ich safe abkürzen. Gut, ich muss halt auf die Checkpoints achten. Ich kann nicht einfach jetzt hier komplett abkürzen, aber ein bisschen über den Rasen kann man ja mal fahren. Extreme Linkskurve. Ja, wie ein Meister mache ich das. Da kommt er nicht mit. Da kommt er nicht mit, unser Wrestling-Freund. Nochmal hart links. Fast wie in der Fahrschule. Links! Kurz vor knapp immer die Ansagen vom Fahrlehrer. Sie kennen die besten Abkürzungen. Die Abkürzung geht nicht so viel wegen den Checkpoints halt, ne? Das ist das Problem. Aber ich glaube, man ist auch dementsprechend in den meisten Fällen ziemlich. Vamos, querfeld ein! Verpasst nicht die Kurve! Okay, ja. Irgendwo hier hinter dem Gebüsch soll es eine Abkürzung geben. Das könnte jetzt ziemlich eng werden. Der Unfall hätte nicht sein dürfen. Ich habe das ein bisschen falsch eingeschätzt. Moment. Jetzt habe ich das kapiert mit der Abkürzung. Moment, ich muss noch mal ein bisschen weiter zurück. Gut, okay. Komm, wenn wir jetzt zurückspulen, dann spulen wir richtig zurück, oder? Dann drehen wir richtig am Zahn der Zeit. So. So wollte ich doch von Anfang an fahren. Als ob der Baum nicht kaputt geht. Okay, ich drehe nochmal am Zahn der Zeit. Das wusste ich nicht so. Ja. Diese festgewachsenen Bäumchen.
alle Gas! Gib alles auf der Geraden! Vielleicht hätte ich es wahrscheinlich auch trotzdem geschafft von der Zeit. Auch wenn ich das Ding umfahren hätte, aber... Wenn es da schon mal so eine coole Abkürzung gibt, dann nehmen wir die auch wahr. Wobei, es wäre ziemlich knapp geworden. Du hast also wirklich El Campeón Misterioso besiegt! Dich erwartet eine strahlende Zukunft! Bien hecho! Du hast zweifellos deinen Können bewiesen. El Campeón Misterioso ist bereit, dich zu unterstützen. Du trägst nun den Namen Toro Loco! Wenn ich jetzt noch wüsste, was Toro Loco heißt, dann ja, schreibt's gerne in die Kommentare, was heißt Toro Loco. Ich will mich nicht mit dem Titel schmücken, der nachher vielleicht gar nicht so cool ist. Eso, mi Toro Loco! Dein erstes Gefecht wartet. Komm zu mir, dann machen wir dich bereit. Psst. Geheimidentität ist bei mir sicher. Okay, jetzt geht's erst so quasi richtig los. Okay, ich dachte, ich muss mich jetzt quasi in allen Stories beweisen. Das heißt, so das eigentliche Auto-Wrestling kommt jetzt noch. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Ich denke mal, dass es halt einfach irgendwie so eine Stunt-Geschichte ist, oder? Oder meinen die, oder wird es wirklich jetzt so Wreckfest-mäßig? Mal gucken. Lassen wir uns da überraschen. In 200 Metern rechts abbiegen. Das Klon. Rechts abbiegen. So, sehr gut. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass die Story hier nicht in dieser Folge abgeschlossen wird. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wie schon gesagt, dann geht schon im nächsten Part weiter. Mal einmal fliegender Übergang. Und lieber mehr als zu wenig Story, würde ich sagen. Ja, ein bisschen darf es ja immer was zu tun geben. Ich halt auch sehen, wie viel verdammt nochmal Rennen wir noch offen haben. Rennen sind wir halt echt bis jetzt am wenigsten gefahren. Das ist krass, ne? Wir spielen Rennspiel und fahren eigentlich keine Rennen. Gut, ich meine, ich könnte, ne? Ich muss ja die Stories nicht machen, aber ich finde, gerade die machen ja eigentlich auch am meisten Sinn, oder nicht? So. Haben wir schon fast die Hälfte schon wieder fürs nächste Kapitel. In 400 Metern links abbiegen. Mein Geschmack geht es sogar ein bisschen zu schnell mit den Kapiteln tatsächlich. Also ich glaube, die hätten das echt irgendwie so machen müssen. Man muss so eine Story machen, so eine komplette Storyline. Und dann musst du halt irgendwie so 3-4 Rennen fahren und dann reicht es erst fürs nächste Kapitel. Aber im Prinzip machst du hier so eine komplette Storyline und du machst schon fast anderthalb Kapitel. So gefühlt, ne? Aber gut, erstes Gefecht. Nur heute Abend ein neuer Herausforderer. Okay. Das sind einige Kapitel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir jetzt machen dürfen. Eso! Jetzt siehst du aus wie ein echter Krieger im Ring. Denk dran, verrate nie deinen echten Namen. Wenn du die Maske trägst, bist du Toro Loco. Und sprich auch nicht, das macht der Ansager. Alles andere ist startklar. Steig in dein Auto! Okay. Kommt Fiesta in den Fokus. El Combate fängt gleich an! Es gibt ich kann einen Herausforderer. Okay. Dieses Frischfleisch ist von El Campeón gesponsert. Kann dieser neue Kämpfer das Erbe verteidigen oder wird das eine Niederlage? Bei dieser Qualifikation kannst du zeigen, was du drauf hast. Leg ein paar Sprünge hin, leg dem Tod ins Auge. Du weißt schon, mach dein Ding. Sollte nicht zu schwer sein. Psst, nicht reden. Okay. Aber es gibt jetzt keine Route oder so. Das heißt, ich kann machen, was ich will eigentlich. Problem ist nur, in dem Urwald sind so viele Bäumchen, die mir das Leben echt zur Hölle machen könnten. Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo ich am besten die Fähigkeiten sammle, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich Autsch gleich gibt. Nix. Werfel 1 ist halt immer noch am besten, um Fähigkeiten relativ schnell zu steigern.
weil die Fähigkeiten aus, was natürlich jetzt in dem Fall, wie gesagt, echt nicht schlau ist. Keine Ahnung, wie nah ich an diesen 120.000 bin oder nicht. Ich habe auf jeden Fall noch 0 gesammelt. Das heißt, der Multiplikator sollte noch aktiv sein. Das nächste Mal gehe ich aber direkt ins Pausenmenü und schalte es einfach frei. Das macht am meisten Sinn. Wir haben noch über eine Minute Zeit. Also wenn ich das nicht komplett in Sand setze, dann dürfen wir das wahrscheinlich locker schaffen. Würde ich behaupten. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass dieser Strommast oder sowas, das war nicht zerstörbar gewesen wäre. Quasi alles weg. Ich war eigentlich wie so ein Besoffener, ne? So, wo ist die Straße? Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt noch einen Multiplikator offen habe. Stell dir mal vor, so, ich habe gar keinen einfach. So, ich habe 0 Fähigkeitspunkte bis jetzt. Aber kann eigentlich nicht sein, weil am Anfang wurde erst der 1 Stern, dann der 2 Stern gezeigt. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass der das schon direkt erkannt hat, dass ich das theoretisch geschafft habe. So, ist mir mal gespannt, ob ich es geschafft habe oder nicht. Leistung von El Toro Loco können wir noch so einiges erwarten. Dieser Teil ist beendet und Toro Loco steht die Qualifizierungsrunde für das Stadion bevor. Oha. Ich glaube fast, dass wir immer so Fähigkeitssachen machen müssen dann wahrscheinlich. Ja, 282.000. Also haben wir mehr als das Doppelte geschafft tatsächlich. Sehr gut. Hey Racer. Hab heute Horizons Anwärter für die Ruhmeshalle gelesen. Ich denke, das hat Jamin geschrieben, aber er hat nicht Unrecht. Wie steht der Anwärter zu einem neuen Abenteuer von Horizon? Danke für den subtilen Hinweis, Haley. Hab gehört, Toro Loco soll wieder antreten. Diesmal gegen einen anderen Autodor. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo ist denn das jetzt? Boah, Gott. Das ist ja ganz woanders. Das ist ja ganz, 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 ganz woanders. Okay, ich glaube, in dem Fall würde ich tatsächlich mal die Schnellreise ziehen, weil ich glaube, das geht sonst 100, gefühlt 100 Jahre mit dem AMG. Also, ich fahre das Auto gerne, aber ein bisschen möchte ich auch noch Progress machen. Deswegen überspringen wir das mal für ein bisschen Geld. Apropos Geld für Schnellreise. Ich sehe hier gerade eine Rabatttafel. Die könnten wir doch vielleicht gerade noch mitnehmen. Die hier irgendwo ist. Ah ja, da oben auf der Rampe wahrscheinlich. Route wird neu berechnet. Und zack, 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 zack. Sehr gut. So. Nächstes Kapitel. Du hast dein Ziel erreicht. Qualifikation. Ah, das ist jetzt erst. Das war die Qualifikation für die Qualifikation. Okay, ich habe verstanden. Das Ziel ist 2 Minuten 30. Das heißt, diesmal geht es auf Zeit und nicht auf Fähigkeiten. Ist ein echter Profi, ein wahrer Technico. Damas y Caballeros, in der nächsten Runde präsentiere ich Toro Locos würdigen Gegner. Okay, müssen wir jetzt im Rennen fahren oder was ist jetzt hier der Plan? Ja, sieht so aus. Okay, los geht's. Komm! Mit dem Gong steigen die beiden Autodores in den Ring! Technikus halten sich an die Strecke. Rudos kürzen am liebsten ab. Ja, ich verstehe jetzt auch gerade nicht. Okay. Ich hätte jetzt echt ohne nicht. Ohne Geschick hat man keine Chance in diesen Kurven. Mich tatsächlich gar nicht an die Dings halten müssen. Ich halte mich jetzt einfach mal in die Route. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem zeitlich. Würde ich jetzt behaupten. Oder? Ich denke mal. Aber man hätte da auf jeden Fall echt krass abkürzen können. Vom Checkpoint her. Das Schlachtfeld ist die Bacherstrecke. Wie werden sich die Profis heute schlagen? Komm, 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 komm. Mit den Kampion ist der Ring nicht gewachsen. Stimmung ist auf jeden Fall da. Und apropos Stimmung, da können wir ja ein bisschen Musik dazu ich hauen. Ich traue meinen Augen nicht. Los, Luchadores, verlassen den Ring. Ja, aber
hallo. Nicht schlecht. Dieser Luchador wird sauer. Easy. So, okay. Nicht, dass wir am Anfang Weg hätten abkürzen müssen, um es zu schaffen zeitlich. Ich denke, es ist doch ein bisschen länger als gedacht. Unfährlich. Okay, alles gut. Magnifico! Was für ein Sprung! Es geht voll alles. Voll, 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 voll. Sehr gut. Sprung ausgewichen. Maximale Beschleunigungszeit. Seht nur diese wundervollen Kaminos in der Wüste. Das geht auch alles voll. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Sprung irgendwo. Ah, ich nehme den mal mit. Die Paletten halten doch keinen Wrestler auf. Ah, das müsste aber trotzdem reichen zeitlich. Alles easy. Dann nehme ich auch den Sprung nochmal mit. Auf die Zielgerade zu. Wer gewinnt heute? Sehr gut. Triunfador, Champion! Toro Loco ist siegreich! Ja, aber hallo! El Gran Final! Was für ein Match! Aber wartet nur ab, es wird noch gigantischer! Ja, also im Prinzip geht's in der Story halt so ein bisschen diese Wrestling-Sache von Mexiko ein bisschen aufzugreifen. Aber mit Wrestling hat das eigentlich nichts zu tun. Man misst sich halt in den verschiedensten Disziplinen, so würde ich es jetzt fast schon sagen. Also mal gucken, was da noch so kommt. Aber es gibt jetzt keinen direkten roten Faden in dieser Story. Aber ist okay. Eieieiei. Ihole! Ruhig, Ramiro. Was ist los? El Forzudo hat dich, ich meine, Toro Loco herausgefordert. El Forzudo? Der Erzfeind von El Campeón, oder? Si, ihole! Das wird einfach unglaublich. Ich, sage Toro Loco Bescheid. Diese Abenteuer sehen fantastisch aus. Gut, dass ich keins wählen muss. Ja, ich glaube, sie macht schon drauf verfügbar, dass wir schon zwei Freischaltungen haben. Und ich sehe es kommen, dass wir die Story hier abschließen und dann haben wir wahrscheinlich schon die dritte Freischaltung. Mal gucken. So, also, das nächste Kapitel würde ich sagen, nehmen wir noch mit. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen oder es dann auch sogar, denke ich mal, zu Ende spielen. Und wie du sicherlich schon gemerkt hast, haue ich ja aktuell auch ein bisschen paar mehr Folgen raus. Das hat natürlich mehrere Gründe. Einerseits habe ich übelst Bock auf das Game und nehme ich ja jetzt nicht auf und haue dann nur so eine Folge pro Tag raus, weil dann sind die Folgen irgendwann, zwar da habe ich irgendwie so mega krass in die Zukunft vorproduziert, aber ich will ja auch ein bisschen aktuell werden, wenn du verstehst, was ich meine. Und der nächste Grund ist halt natürlich auch, oder sagen wir ein weiterer Grund, ja, es ist nicht nur, es sind ja doch ein paar mehr. Ein Grund ist halt noch, du hast mehr Content, was ja, glaube ich, auch nicht verkehrt ist. Wenn du nicht so viel Content schauen möchtest, auch kein Problem, die Videos laufen ja nicht weg. Du kannst es ja dann schauen, wie du Lust und Zeit hast. Rechts abbiegen. Da habe ich wieder zu Fiona geschaltet. Der hat da leider ein bisschen ein anderes Getriebe und eine andere Getriebeübersetzung. Ja, und der weitere Grund ist halt natürlich, ich möchte halt so schnell wie möglich auch natürlich in die Hall of Fame und dementsprechend möchte ich auch so schnell wie möglich das Let's Play so starten, wie ich es gerne ja, für sinnvoll halte und vor allem halt auch für viele weitere Dinge, ne? Es gibt ja noch die Multiplayer-Formate und Projekte, die anstehen neben dem Let's Play noch. Und da ist es natürlich schon praktisch, so das Hauptspiel schon mal durchgespielt zu haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen pushe ich halt auch ein bisschen. Aber ich pushe nicht, weil ich quasi notgedrungen möchte, sondern ich denke, das kriegt man auch ganz gut mit an meiner Stimmung. Ich habe mit dem örtlichen Ferrari-Club gesprochen und es hieß, es könnte un Classico in einer Scheune in der Nähe geben. Ich sagte, ich kenne da wen, der nachsehen kann. Okay, nochmal einen neuen Scheunenfund. Gerücht können wir noch machen. Ich glaube, man merkt auch, dass ich extrem Bock und extrem Lust drauf habe. Also das macht schon richtig, richtig, richtig Laune alles. Ist schon sehr motivierend. Also wie gesagt, das Spiel hat echt viele kleine Fehlerchen, die so ein bisschen schade sind. Aber der Spielspaß, ja,
steht komplett allem voran. Es ist an der Zeit für die Schlacht des Jahrhunderts. El Forzudo gegen Toro Loco. Ja, und unser Fokus durfte sich ein bisschen upgraden. Sehr schön. Aber auch die Konkurrenz ist ordentlich unterwegs mit dem MG Metro. Fanaticos de Lucha, der Kampf beginnt. Das wird ein gnadenloses Rennen bis zum Schluss. Entran los Autodores, da kommen sie! Passen. Oh, da hat man kaum Grip, ey, und das Ding ist untersteuern des Todes. War nicht mal so einfach. Oh, was für ein krasser Kampf! Die Lucha läuft! Die Handbremse nutzen, sonst sehe ich das Ding nicht rum. So, jetzt komm, auf geht's. Oh, die Kämpfe verlassen die Arena! Sowas aber auch. Oh, das war, glaube ich, der falsche Weg. Egal. Scheiße, die Rampe. Ist schneller, die nicht zu befahren, würde ich behaupten. Paletten überall. El Forzudo und El Campeón begegneten sich einst in einem Tag-Team-Rennen. Sie waren Verbündete und besiegten jeden Herausforderer. In einem Finale schaffte es El Forzudo nicht, El Campeón rechtzeitig zu taggen. Sie verloren den Meistergürtel. El Campeón verließ das Team. Okay. Ah, das erklärt jetzt auch diese Fahrzeuge mit... Ah, okay, okay. Wer mein Video zur Autoliste aus der Preview kennt... Würde versuchen, hier abzukürzen. Das mache ich jetzt auch. Ah, die Autos haben diese Symbole oben drauf. Jetzt erklärt sich einiges, warum die das haben. Gran Victoria für Toro Loco! Ein gewagter Zug für El Forzudo, Toro Loco herauszufordern. Eine Herausforderung für den Meister. Ha, was ist da los? Nee, bei Horizon Promo sieht man nämlich diese Fahrzeuge. Eben auch den MG Metro, den Focus mit diesem, ja, mit diesen Wrestling-Symbolen auf dem Dach. Ja, jetzt ist mir klar, wie man die zuordnen muss. Jetzt hat's Klick gemacht. Der Kampf könnte nicht spannender sein, aber er ist es. Toro Loco muss einen dieser Krieger unterstützen. Wird es El Forzudo oder El Campeón? Ja, wir... Achso, wir müssen ihn unterstützen. Okay, das heutige Event, El Campeón fordert Unterstützung in der Arena von unserem Shootingstar oder... Verrat! Unser Superstar macht gemeinsame Sache mit Forzudo und verrät dabei El Campeón. Ja, manchmal ist man ja gern der Arsch, aber in dem Fall natürlich entscheide ich mich für... El Campeón, der hat uns ja schließlich auch ausgebildet, ne? Das war eine ganz mühsame Geschichte. Ich lege die Rute fest. El Campeón erwartet Toro Loco am westlichen Eingang des Stadions. So schaut's aus, aber das werden wir nicht mehr in der heutigen Folge machen. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es war mir wieder eine riesen Freude und wenn du auch diese Freude verspürt hast, und dir die Folge gefallen hat, dann lass doch sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und natürlich keine weitere Forza Horizon 5 Action verpassen möchtest, dann ja, abonnier doch den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasse auch nichts weiteres. Wie du schon vielleicht festgestellt hast, hier auf dem Kanal ist gerade richtig Forza Mania. Hier geht's richtig vorwärts. Hier gibt's richtig viel Content zu schauen und das ist erst der Anfang. Wir haben so viel noch vor. Das ist wirklich ein Wimpernschlag. Und ich bin richtig heiß. Ich hoffe, du bist auch. Meine Stimme ist leider auch schon ein bisschen heißer geworden, habe ich festgestellt. Aber ist mir egal. Das ziehen wir trotzdem durch. Also, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und bis dann. Ciao.